So, ich grüße euch zur Fortsetzung. Ihr habt gesehen, ich habe hier ein Hintergrundfoto. Interessante Geschichte. Viele schreiben mir Bundesrepublik BRID. Wer nicht weiß, was das heißt, heißt Bundesrepublik in Deutschland. Also, ihr seht ja schon anhand von dem Schild Bundesrepublik Deutschland, Finanzagentur, GmbH. Sieht schon mal wieder komisch aus. Der Vogel hat auch fünf Federn, also ist eine Bundesinstitution. Ja, und interessant ist aber nicht die Karte, sondern die. Und wenn man nur mal flüchtig hinguckt, sieht man noch nicht gleich, dass hier was mit der Karte nicht stimmt. Man denkt, es sind die staatlichen Grenzen ja von dem Deutschen Reich. Ist aber nicht der Fall. Ihr seht nämlich schon anhand der Staatsbezeichnung, dass hier was nicht stimmt. Brandenburg, Thüringen zum Beispiel hier, also das sind nicht die Bundesstaaten. Da fragt man sich, wie die Karte hier zustande kommt. Was er mit dieser Darstellung eigentlich erreichen will. Ihr wisst ja, dass zum Beispiel hier oben ist alles Preußen. Ne? Und ja, ihr könnt da ungefähr an, also das ist das Stück Tschechei hier unten, was hier reinpasst. Ne? Und das ist hier, liegt im heutigen Polen. Aber die Bundesstaaten stimmen vorne und hinten nicht. Und es ist interessant, dass immer mal wieder solche Darstellungen hinkommen. Also die Karte ist die, die 1914 gegolten hat. Zwischen 1914 und 1918 haben sich die Grenzen insofern nicht verändert, weil der Kaiser den Versailler Vertrag nicht unterschrieben hat. Also auch die Gebietsabtretung nicht. Und insofern ist das also, hier fällt zum Beispiel Elsass-Lothringen komplett. Also passt da bitte auf, wenn ihr solche Kartendarstellungen seht. Da ist auch manchmal viele Sachen dabei, die nicht ganz sauber sind. Die nächste Geschichte. In Niedersachsen kam heute eine Meldung, Niedersachsen hätten sie jetzt eine Abstimmung gemacht, wobei die Ausländer Wahlrecht hätten. Da fragt man sich, wie das geht. Nach Grundgesetz steht zwar drin, wahlberechtigt ist, wer die Staatsangehörigkeit nach 116.1 Grundgesetz erfüllt, aber die hat ja niemand. Kein Politiker kann die haben, weil die auf ein Gesetz basiert, was ungültig ist. Das ist das Gesetz von Hitler vom 5.2.34. Der war kein Verweser, der hätte die Gesetze nicht ändern dürfen. Ja, aber wenn man sich ein neues Wahlvolk schaffen kann, dann werden SPD, Grüne und FDP ganz schnell kriminell. So, das ist nichts anderes als Wahlbetrug, nichts anderes. So, was haben wir hier noch? Hier fehlt jetzt irgendwie so die falsche Tafel. Dann muss ich mal hier zumachen. Wir sind hier bei Video 37. Okay, mal hier reingucken. Das haben wir schon abgehandelt. Wahlurne. So, nächste Geschichte. Habt ihr sicherlich in den News gelesen? Die Österreicher haben für den Euro-Austritt gestimmt. Die werden also jetzt ein Referendum machen. Also ist der österreichische Bundesrat wird jetzt beraten, ob eine Volksabstimmung zum Austritt Österreich aus der EU kommt. Die Forderung kommt nicht so ganz von ungefähr, weil nicht nur Deutschland, sondern auch Polen, Tschechei, Ungarn und Österreich haben ein Problem. Weil die Bodenrechte sind in den Ländern, ich sage mal, den sogenannten deutschen Ländern, so gewesen, dass also die alle 99 Jahre verlängert wurden. Wenn also sich diese Bundesstaaten nicht wieder zurückmelden, also sich Österreich-Ungarn in der alten Form nicht wieder bildet, verfallen die Bodenrechte und dann erheben eben irgendwelche anderen Völker hier Anspruch, obwohl sie den nicht haben, aber die kommen eben einfach über die Grenze und nehmen sich, was sie brauchen. So, und die Österreicher scheinen wahrscheinlich aufgeweckt zu sein und deren Bundesrat hat also jetzt den Austritt vor aus der EU. Interessant, sagen wir so, das Internet schwebt, kommt noch jemand eine Meldung, warum ich spiele nicht sehr. Ja, der Grund ist einfach, dass wenn man seinen Browser ordentlich eingestellt hat, also auf privaten Modus gestellt und noch so einen Werbeblocker drin, dass man halt auch keine Werbung kriegt und da schaltet Bild dann einfach weg. Ich muss sagen, sie haben es auch nicht verdient, weil schreiben eh nur Zeug, was erlogen ist und keine Leistung, kein Geld, verlügen. Lügen schreiben ist keine Leistung. Also warum soll ich da was verdienen? Also sehe ich keinen Grund, warum ich meinen Werbeblocker abschalten soll. So, die nächste Geschichte. Ihr habt ja gehört, dass wir inzwischen mit der Wahlkommission ein ganzes Stück vorangekommen sind. Ich möchte mal ganz schnell noch eine Sache zeigen.
nämlich unser Wiki. Ich muss mal inzwischen schon aufrufen hier im Hintergrund, da kann das inzwischen schon mal laden. Und zwar haben wir Folgendes vor. Ihr wisst ja, dass die Bundesregierung sich ein neues Wahlvolk schaffen will. Also sie will den Hutenplan umsetzen, also sozusagen eine Umvolkung. Das, was sie jahrelang verteufelt haben und dem Hitler angelastet, obwohl er es eigentlich nicht praktiziert hat, das wollen die Bundestagsparteien also jetzt so durchziehen. Und da haben die auch überhaupt keine Berührungsängste, dass da irgendjemand mal sagen könnte, ihr seid ja alle Nazis. Das wird einfach beschlossen mal und dann wird es durchgezogen. Und damit wir uns wehren können, brauchen wir einen Verweser, der die Bodenrechte sozusagen wieder anmeldet, ne? Ja, und die Rechtsansprüche geltend macht. Und da haben wir hier ein Wiki gemacht, Dora Nordpol Heinrich Wilhelm.net. Also wiki.dora-nordpol-wilhelm.net, dhnw.net. Ja, dann klickt er hier auf Muster schreiben und hier oben nochmal auf Muster schreiben und dann kommt im Prinzip unser aktuelles Muster schreiben zur Abgabe des Personalausweises. Das ist nötig, weil der Personalausweis überblendet die Bundesstaatenangehörigkeit. Wenn ihr hier auf das Teil klickt, kommt hier ein PDF raus. Das füllt ihr aus und faxt das erstmal einen Tag bevor ihr den Pass abgibt zur Meldestelle hin. Das hat den Grund, dass es dann nicht einfach so ablehnen, weil gegen Fax kann man sich nur halt mal nicht wehren. Muss aber sein, weil die Gemeinden einfach die Abgabe des Personalausweises nicht bestätigen wollen. Das ist schon mal ein kriminelles Vorgehen. Die beabsichtigen, ihn in dem sogenannten Personalstatut festzuhalten, ist eigentlich alles in dem Schreiben beschrieben. Könnt ihr euch einfach mal runterladen und wenn ihr denkt, das ist für euch hilfreich, ausfüllen, hinfaxen und nächsten Tag den Personalausweis auf den Tisch knallen. So, aber ihr müsst eben eine Rückgabebestätigung vom Amt verlangen, also dass ihr den abgegeben habt. Und 14 Tage danach wird dann noch so ein Protokoll hinterher geschickt. Da arbeiten wir aber noch dran, das geben wir euch dann, wenn es fertig ist. Das ist nötig, weil ihr wahrscheinlich zu der Kündigung keine Unterschrift kriegt. Aber das macht nichts. Tut ihr einfach das Protokoll hinterher schicken und da ist die Sache auch geklärt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Muss ich nochmal. Ja, genau. Für die Vorbereitung der Wahlen brauchen wir eine gescheite Wahlurne. Und da gibt es bei IKEA solche Boxen mit solchen Metallecken. Ja, das sind also hier Metallrand, hier an der Seite eine Metallecke. Und da tut er eine Box auswählen, nur mittlerer Größe. Also ich sag mal so 60 mal 40. So, dass ungefähr 1000 Blatt reinpassen. Mehr müssen es nicht werden. So, und diesen Karton, den bohrt ihr immer hier an, wo die Maus ist. Also hier und hier, so über Eck. Damit ihr dort einen Kabelbinder durchziehen könnt. Also sowas. Gibt es übrigens eine schöne Geschichte. Ich hatte also letzte Woche, wo ich einkaufen war, wollte ich ein bisschen Obst holen. Und ja, und dann sage ich dort in so einer Auslage ein paar Kabelbinder. Ich habe gesagt, ja, 1 Euro für die paar Dinger hier. Hast du aber noch welche zu Hause, brauchst du vielleicht nicht. Da habe ich so einen richtigen inneren Impuls gefühlt, doch welche mitzunehmen. Und da habe ich mich so gefragt, na, wie sollst du denn mitnehmen? Und da hatte ich das Gefühl, alle. Und habe ich dann genau das gemacht. War mir noch nicht klar, zu was, aber habe das ganze Bäckel mitgenommen. Und nachdem ich dann zu Hause war, so ein bisschen, kam mir der Gedanke, mit den Wahlurnen, die haben wir auch schon einmal im Einsatz gehabt vor ein paar Jahren. Und da hat es dann immer an der richtigen Größe Kabelbinder gemangelt. Und die Kabelbinder sind genau die richtige Größe für die Dinger. Also ist es. Wo ich darüber nachgedacht habe, da tat es also überall, da sich schon die Haare aufstellen auf dem Arm und da wusste ich die Bestätigung, da wollte es richtig so. Sollst dich dafür auch stark machen und einsetzen. Ja, wie bastelt man jetzt aus der Kiste eine Wahlurne? Also, ihr wird, habe ich jetzt einen Stift, dass ich es euch zeigen kann? Ja, das müsstet ihr eigentlich gut sehen damit. Ja, also hier an der Stelle ein Loch bohren und dann jeweils an jeder Ecke zwei Löcher, sodass ihr hier an der Stelle den Kabelbinder durchziehen könnt. Und dann mit einer Flexscheibe, zeige ich auch, hier solche Flexscheiben, die kann man also in eine Flex einspannen. Da gibt es verschiedene Sorten. Ich halte sie einfach mal hoch. Hier so. Na, ihr seht die ganz dünne hier. Die ist 1 mm. Das ist die Edelstahl. Dann gibt es Flexscheiben, die haben ja so eine Ausbuchtung. Das ist nicht die richtige, die funktioniert nicht. Und die versteinen, die ist ein bisschen dicker und sehr grob.
funktioniert auch nicht. Ihr braucht so eine, die glatt ist und dünn. Das ist ein Millimeter, das ist genau die richtige Größe. Oder gibt es auch 1,2, das reicht auch. Also so, dass man einen Briefumschlag, der mit einem Blatt gefüllt ist, bequem in die Kiste reinstecken kann. Und dann setzt also die Scheibe hier oben auf und schneidet oben einen einfachen geraden Schlitz rein. Ja, vielleicht so die Länge, also 20 cm lang, schön gerade mit Lineal anlegen, einmal lang. Und diese Flexscheibe trennt sozusagen den Karton sauber auf, sodass man nicht mit der Hand reingreifen muss. Also macht den Schlitz nicht deutlich breiter als die 1,5 mm. Ja? So, und damit habt ihr eine perfekte Wahlurne. Die tut ihr vor der Wahlhandlung einfach mit Kabelbindern versiegeln. Oben ein Blatt drauf decken, dass nicht irgendeiner was reinsteckt. Ist aber auch schwierig für so einen kleinen Schlitz, ist aber Absicht, das so zu machen. Und da tut ihr mal vor jedem Ort so ein Ding vorsehen, sodass es dann, wenn es dann wirklich losgeht, schnell aneinander weggeht. Ne? Das ist also die Vorbereitung, die ihr schon mal machen könnt. Dann hatte ich schon im letzten Video gesagt, besorgt euch die Siegelkarten. Das ist also eine Aufstellung aller Siegel in dem Bereich von 1918 brauchen wir die. Also das letzte Siegel, was vor dem Stichtag ist. Der Stichtag ist der 28.10.1918. Eins davor und eins danach. So, sodass ihr da wirklich das richtige Siegel erwischt, was bis zum 28.10.1918 0 Uhr gegolten hat. Und genau aus dem Siegel baut ihr also euer Siegel für eure Wahlkommission. Wie das dann genau gemacht wird, erkläre ich noch. Und und dann brauchen wir dort vor Ort einen Laserdrucker und dann bekommt ihr also die Formulare per E-Mail zugeschickt und dann geht das relativ schnell. Wir müssen damit rechnen, dass die Bundesrepublik eben diesen Hutenplan umsetzt und relativ schnell sich ein neues Wahlvolk aus den illegalen Zuwanderern erzeugen will, um also noch 70 Jahre uns zu knechten. Und dem müssen wir eben mit so einer Verweserwahl einen Riegel vorschieben, weil wir haben das Recht, einen Verweser zu wählen. Es gibt also eine neue Ausfertigung der Menschenrechtskonvention und dort steht ganz klar drin, dass wir die Körperschaft des gesetzlichen Gesetzgebers wählen dürfen. Und wenn das Bundesverfassungsgericht zum Bundestag gesagt hat, dass es nicht Sinn, sondern dass das Deutsche Kaiserreich weiter besteht, weil es gibt ja nur diesen Staat. Also die Weimarer Republik hat keinen Staat gegründet, der Nationalsozialismus hat keinen Staat gegründet, die Bundesrepublik auch nicht. Also der letzte Staat, der noch ein Staat ist und der die Rechte noch hat, ist Kaiserreich. So, und das erkennen wir auch am Staatsangehörigkeitsgesetz, das ist noch vom 22. Juli 1913 das Ausfertigungsdatum hat. Also es gilt der Text zum Ausgabetag und niemand anders als der Kaiser oder Verweser darf diese Gesetze fortschreiben. So, alles andere sind notstandsrechtliche Anordnungen, aber bezüglich Wahlrecht und Wahlgesetzgebung und auch Einbürgerung, das darf nur ein Verweser machen. So, und Verweserwahl, wie die funktioniert, erkläre ich dann nächste Woche. Wir werden uns dann nächste Woche nochmal in einem Orga-Team zusammenschließen und uns die Arbeitsunterlagen für die Wahlkommission zusammenstellen, das dann in 14 Tagen per Mail verteilen. Und dann könnt ihr an euren regionalen Stammtischen euch mit den Sachen befassen. Das wird so sein, dass ihr ohne fremde Hilfe das durchziehen könnt, sodass man relativ schnell und flächendeckend eine Verweserwahl organisieren kann. In jeder größeren Turnhalle oder Gaststätte lässt sich das machen. Dann wird durchgewählt und dann haben wir wieder eine ordentliche staatliche Struktur. Es geht leider nicht anders. Die Regierung will nicht einlenken, die will das ganze Volk austauschen und ja, hat schon Verträge gemacht, dass sie also unliebsame Bürger nach Afrika exportieren darf, also in die Gegenrichtung, wider Willen, Haus wegnehmen, Auto wegnehmen und so weiter. Und sowas müssen wir uns nicht gefallen lassen. Also so eine kriminelle Regierung müssen wir einfach nicht dulden. Selbst das Grundgesetz verbietet das. Ne? Obwohl, wir wissen es ja, nur für die Regierung in Kraft tritt, für das Land kann es nicht in Kraft treten, weil zunächst die HLKU das Landesrecht einsetzt, also das Recht, was vor der Besatzung gegolten hat. Die Besatzung ging schon los am 28.10.1918. So, wenn man das einmal verstanden hat, da braucht man sich auch nicht mit komischen Karten befassen. Da ist die Sache eigentlich ziemlich klar. Hier nochmal so eine Scheibe, wie die aussieht. Also hier eine 1 mm, ja, 115 mm Durchmesser. Und ja, noch eine Besonderheit. Inzwischen fängt YouTube an, meinen Kanal zu manipulieren. Und ich habe ja einen Nutzer gesperrt, nämlich der SPD, weil die ständig bei mir irgendwelche Videos reinspammt. Und trotz, dass ich sie gesperrt habe, erscheinen die hier mit dabei. Auch das kenne ich nicht, weiß ich nicht, was das ist. Hat in meinem Kanal eigentlich nichts zu suchen.
Aber es ist schon mal interessant, dass sie sich hier reinmogeln. So, ich denke mal, die anderen Videos dann nächste Woche, wenn die Arbeitsunterlagen fertig sind. Insofern würde ich euch erstmal eine gute Nacht wünschen und mich auch ins Bett begeben. Und dann bis morgen. Tschüss.